So, meine Lieben, weiter geht's mit einer neuen Folge der FIFA 15 Pack Openings. Und ihr seht schon im Titel, heute also erstens mal, Freunde, es gibt mehr anzusprechen. Erstens mal mit 25.000er Sets, sprich 500.000 Coins, die wir heute auf den Putz hauen, um ihn hier zu ziehen. Cristiano Ronaldo Recordbreaker zusammen mit Luis Suarez im Team of the Week Nummer 34. Es ist der absolute Wahnsinn. Ohne Scheiß. Der Typ. 97er Pace, 97er Dribbling, 98er Schuss, 88er Passspiel, 87er Füße. Man wird fast schon verrückt, Freunde. Es ist ein Traum. Noch dazu natürlich die Heroes, die ich euch da unten nochmal zeige. Mit Eden Hazard, mit Harry Kane. Der Rest, ja. Aber die zwei, Hazard oder Kane, wären bombastisch. Sprich, das ist so das, was wir heute erreichen wollen. Und ihr seht schon so ein bisschen an den Menüpunkten, ne? Wenn ich zum Beispiel auswählen klicken will, müsste ich X drücken. Heißt, ich bin nicht auf der One, ich bin nicht auf dem PC, sondern heute sind wir auf der PlayStation 4, Freunde. Sind wir unterwegs. Das allererste Pack-Opening, das wir also auf der PlayStation durchführen werden. Und ich bin riesig gespannt. Ich habe vorhin schon ein Bild auf Instagram hochgeladen. Erstes Pack, das war ein Gratis-Set von EA. In Form Grenier drin. In Form Grenier, ich kann ihn euch zeigen. Leider Gottes untradable, aber hier ist er. In Form Grenier, Freunde. Der absolute Wahnsinn. Also, Packluck ist da auf der Xbox, auf der PS4. Und in dem Sinn würde ich sagen, wenn dir das Video gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und falls du noch ein paar Coins brauchst, gerne in der Videobeschreibung vorbeischauen. Kurz vom Team of the Season nochmal zuschlagen, sich nochmal eindecken. Da ist ein Link zu meinem Partner golda.net. Und mit dem Discount-Code Schlappi bekommst du nochmal 3% auf deine Bestellung. Aber jetzt quatschen wir nicht mehr allzu lange drumherum, Freunde. Es ist enorm geil, was ansteht. Ihr seht, es ist unfassbar auch, wie viele Sondersets es gibt. Hier, Bronze, Silber gibt es was Besonderes, Goldsets, gibt sogar noch 15K-Sets und dann hier noch die 25.000er und die werden wir heute öffnen. Absolut genial. So, jetzt heißt Daumen drücken. Das Gute ist, es kann eigentlich kein gutes Duplikat sein, außer Grenier, und im ersten Pack haben wir Matic. Ich habe jetzt ganz, ganz kurz mit Dingens gerechnet, mit Cuadrado, aber das ist ja leider nicht. Klischee feiere ich überragend. Richtig nice, Dos Santos. Matic nehme ich mal mit. Lallana brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wobei wir da eh alles mitnehmen können. Von den 25K-Sets können wir so gut wie alles mitnehmen. So, nächstes Pack. Freunde, ich bin übrigens ganz professionell unterwegs. Guck mal, das ist irgend so ein scheiß Werbegeschenk. Und wir haben den nächsten von Chelsea. Ja, hör mir auf. Irgend so ein Werbegeschenk gewesen, aber der Akku war leer. Und ich habe das, ich habe ja die PlayStation vom Kumpel ausgeliehen. Danke an dich nochmal, falls du gerade zuschaust. Und ich, da war, er hat mir aber das Ladekabel, glaube ich, nicht mitgegeben. Oder ich habe es irgendwie verlegt. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt so ein, irgend so ein Scheißding. Wisst ihr das? So ein Werbegeschenk, wo du mit 100 verschiedenen Sachen da lauter Anschlüsse hast. Und es funktioniert. Ich dachte erst, es klappt nicht, aber es funktioniert. Sonst wären wir jetzt richtig dumm dagestanden. Dann hätte es einfach mal kein Pack-Opening gegeben. Aber ich bin zufrieden. So ein Werbegeschenk kann auch mal was Gutes haben. So, drittes Pack. Wen haben wir? Oh, es ist Walcott Megidi Al-Shirami, Freunde. Übrigens, was ich noch sagen wollte, ihr seht es ja oben links nicht, was wir da an Coins gerade auf diesem Account haben, aber ich kann mal so viel sagen. Ich habe es auch auf Twitter schon gepostet, die nächsten Streams werden sehr interessant. Also wer ein paar Pack-Openings sehen will im Livestream, der schaut demnächst in den ganzen Livestreams vorbei. Bei uns, da geht es wirklich zur Sache, wir haben einige Coins, wir sind im 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-stelligen Bereich. Im 8-stelligen Bereich von den Coins her, heißt, da könnt ihr euch auch sehr, sehr viel freuen. Und da werden wir sicherlich auch vielleicht, ich weiß nicht, ob ich es noch hinkriege, zu Recordbreaker Ronaldo einen Stream zu machen eventuell. Aber da werden wir auf jeden Fall einige Coins rauskloppen. So viel steht schon mal fest. Und wir eröffnen ein 25K-Pack nach dem anderen. Und es ist nichts Gutes drin. Dran denken, ne? Wir öffnen heute 500.000 Coins investieren wir heute in Packs. Also da muss schon mal was Gutes drin sein. Das geht sonst gar nicht anders, oder? Also ganz ehrlich, wenigstens ein Inform ist es. Erik, Maxim, Choupo-Moting, Williamson und Diaby und Santana. Das ist halt einfach mal überragend schlecht. Überragend schlecht, Freunde. Überragend schlecht. So, komm, wir machen mal Nosepack. Jetzt muss ich mich ein bisschen vorlehnen, sonst reicht das Werbegeschenkkabel nicht. Halt. Falsche Seite. So, zack, zack. Auf geht's. Auf geht's, komm. Ich mach die Augen zu. Komm. Bitte gib uns Recordbreaker Ronaldo. 3, 2, 1. Lewandowski. Robert Lewandowski, 87er Rating. Freunde, das ist mal fein. Das ist mal fein. Jetzt schauen wir mal, haben wir noch Duplikat? Grenier, leider nicht. So, Robert Lewandowski, den gucken wir uns mal genauer an. Bester bis dato, aber zwischen 30 und 45.000 Coins nur wert. Ja, das Pack ist wieder drin. Das Pack ist wieder drin. So viel steht fest, aber wirklich gut. Ist was anderes. Aber gut, nehmen wir einfach mal. Nehmen wir einfach mal mit. So, vielleicht ist das hier jetzt der Anfang vom Ende gewesen. Ich überspringe. Zack. Caceres, Koscielny, Boni, Santon. Kein
extrem schlechtes Pack, aber auch wieder kein gutes. Aber gut. Komm, wir machen mal ein besonderes Pack auf. Pass mal auf. So, wir machen jetzt das. Wer kennt den noch, den Edding? Alle, die im Berliner Abo-Treffen dabei waren. In Berlin, die wissen's, Freunde. Der Edding, den ich einem Schlabonenten geklaut habe. Oh, warte mal, so machen wir es nicht auf, weil dann hängt FIFA wieder. Das will ich nicht. Sonst öffne ich irgendeinen anderen Scheiß, wo wir keinen Bock drauf haben. So, jetzt schauen wir mal, dass wir das hinkriegen. So, nee, den habe ich nicht geklaut, sondern den habe ich mir ausgeliehen. Aber wir haben beide nicht mehr dran gedacht, dass ich den noch einstecken habe. Und jetzt habe ich ihn hier, Freunde. Vielleicht bringt uns dieser Edding Glück. 3, 2, 1. Ja, Benatia. Pelle. Oh mein Gott. Llorente, aber hier können wir natürlich keine Legenden ziehen auf der PlayStation 4. Gar keine Frage. So, die Hälfte haben wir schon. 10 Sets noch. 10, 25 K-Sets. Lewandowski der Beste. Ich überspringe wieder. Wir haben Wijnaldum, DV und Meier. Meier, der ins Team of the Season kommt, was die Most Consistent Players angeht. Übrigens, ich bin ultra gespannt, wann das jetzt endlich rauskommt. Die Sache ist nämlich die gewesen, weil sich einige beschwert haben, dass es nur englische oder sagen wir mal aus Großbritannien. Der nächste 87er Silver, aber der ist halt gar nichts wert. Dass es nur Purple Player, sprich diese Potties aus den englischen Ligen und so weiter und so fort gibt. Da hat EA allerdings auf Twitter geschrieben, wenn ich mich recht entsinne, dass es die auch noch aus anderen Ligen gibt. Heißt wiederum, dass die wahrscheinlich ab dem 11. kommen. Vielleicht sind sie auch mittlerweile schon raus. Ich muss gucken, wann ich das Video hochlade. Aber auf jeden Fall ja, heißt das wahrscheinlich, dass das Team of the Season doch noch ein bisschen nach hinten verschoben wird. England, Spanien, Deutschland wird bestimmt auch kommen. Frankreich, ich weiß es nicht, wo überall Potties kommen. Vielleicht gibt es auch noch einen Mischmasch, aber zwei Spanier von Sevilla. Da ist es doch wahrscheinlicher, dass wir Ronaldo ziehen, oder? Unglaublich. Und Inla? Nee, aber da können wir gespannt sein, was das letztendlich wird. So, wie viel haben wir noch? 6 Sets. Wir haben nur noch 6 25k-Sets. 500.000 Coins, die besten Silver und Lewandowski und David Luiz und Bakka. Und 4.000 Coins. Die nehmen wir immerhin mal mit. Den Rest stecken wir mal ein. Aber wirklich krass ist es nicht. Also das Glück hat uns heute noch nicht wirklich geküsst. Vielleicht jetzt. Vielleicht jetzt. Zack. James Rodriguez. Aber die sind halt alle nichts mehr wert. Das ist das Problem. Aber schön, dass wir ihn zumindest auf dem Account haben als First Owner. Immerhin ja was, Freunde. Immerhin was. So, 4 Sets. Komm schon. Ich sag einfach mal gar nichts. Rondon, auch kein so schlechter, aber... Oh, 25k-Sets, 500.000 Coins, adieu, Freunde. Oder ziehen wir jetzt vielleicht noch irgendwas krasses, bravo. 2 Gratis-Sets gleich mal. Die lösen wir erstmal ein. So, den Rest nehmen wir mit. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, dass das heute noch was wird. Richtig dickes, fettes Pack-Opening. Und dann kommt sowas bei raus. Na, hör mir doch auf. Vielleicht jetzt, vorletztes Pack, Cavani, 86er Rating, aber die sind alle nichts wert, da kannst du dich nicht drüber freuen, da können wir uns absolut nicht drüber freuen, Freunde. Und wir öffnen jetzt das letzte Set, komm, allerletzte Set. Wenn nicht jetzt, dann heute nicht. Und wir haben, Sahin und Correa, ach du Heilige, und Hegeler, ach hör mir doch auf. Hör mir auf, Freunde, so können wir es nicht beenden, ich würde sagen, wir machen noch... Lasst uns mal noch, ja, 2, 3, 15k-Sets aufmachen mit Überspringen, weil da werd ich nicht frisch mit, Freunde. Das ist nicht schön. Drogba, die müssen wir jetzt allerdings so mitnehmen, sonst haben wir da zu viel. Hinten noch was. Ja, die zwei Chemistry-Styles nehmen wir mit, aber das war's. Hat einer von euch Ronaldo gezogen? Hat jemand von euch Hazard gezogen? Purple Hazard? Oder hat vielleicht auch jemand von euch letztendlich noch den guten Suarez gezogen? Ey, das ist, bitte, schickt mir Bilder. Dass ich zumindest denken kann, für den kurzen Moment, es wäre meiner. Nein, keine Ahnung, aber das ist doch unglaublich. Gar nichts. Gar nichts, was wir ziehen. 2 87er. Ein bisschen was wert. Lewandowski sicherlich der Beste, aber schaut euch diese Packs an. Der Rest zum Vergessen. Absolut. Also, letztes Pack der heutigen Folge, Freunde. In dem Sinne würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen nach oben da lassen. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr mehr sehen wollt. Lasst ein Abo da und verpasst nichts. Wir ziehen nochmal Tarabt. In dem Sinne, 5-Star-Skiller, Freunde. Macht's gut. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr Glück. Ich drücke die Daumen, haut da rein. Bis dahin, euer Badeschlappen und ciao.